Vielleicht haben wir da ja Glück. Onana. Da fällt mir gerade ein, in meiner Bayern-Karriere war der Onana ein zentraler Mittelfeldspieler. Warum ist der hier ein Torwart? Komisch. So, Kaufangebot für Samaseku, das lehnen wir natürlich ab. Auch wenn die 40 Millionen bieten, aber den brauchen wir definitiv noch. Der ist auch erst 26, ne? Bei Vertragsende ist er 28. Aber verlängern will er noch nicht. So, der akzeptiert Vertragsangebot. Posch unterschreibt neuen Vertrag, Pokovic auch. Top. Aber so richtig Angebote für die Reservespieler gehen jetzt auch noch nicht ein, ne? Kaufangebot für Kamara. Gerade habe ich es gesagt. 1 Million wäre gut, wenn wir die kriegen würden. Die 1 Million. Pichler akzeptiert und Opplinger auch. Gut, da haben wir, glaube ich, nur für die zweite Mannschaft geplant, ne? Genau. So, hier Opplinger. Hat auch eine 65, hat sogar mehr als Mendes. Pichler. Frauendorf, den werden wir auch auf die Transfer haben wir schon. Okay. Ah, ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. So, wen hatten wir jetzt hier noch? Ach so, ihn glaube ich, ne? Genau, offensiv. So. Hatte ich da nicht noch einen Rechtsverteidiger geholt? Görlich. Oder war das der? Nee. Nee, habe ich nicht, weil ich bei Frauendorf dachte, dass der bleibt, aber. Kann nur Innenverteidiger spielen. Hier haben wir einen Rechtsverteidiger in der B-Jugend. Stärke 50. Den kann ich auch noch nicht holen, weil der erst 15 ist. Dann nehmen wir den erstmal von der Transferliste runter. So. Genau. So, jetzt warten wir mal auf die Antworten wegen den Kooperationsverträgen. Vertrag unterzeichnen. Real Madrid hat sich wegen dem Kauf von Kramaric gemeldet. Das wäre natürlich ein heftiger Karriereschritt für ihn. Ne?
Ich meine, der ist schon 31, ne? Aber natürlich immer noch ein brutal wichtiger Spieler für uns. Zumal die jetzt auch nicht so viel Ablöse bieten, ne? Ich meine 14 Millionen und der hat einen Marktwert von 18, also. Warum Real Madrid? Die haben doch gar keinen Stürmer. Nur Jovic ist ja ein Ding. Nee, eigentlich will ich die nicht verkaufen. Zumal das Ding ist auch, ich kann ja auch keinen neuen kaufen, ne? Deswegen lehnen wir das ab. Kaufangebot für Ott auch ablehnen. So, Barcelona und Manchester City lassen sich ein wenig Zeit mit den Antworten. So, wir gehen hier so ein bisschen auch auf die Taktik drauf ein und Teamwork und Feldspielerfähigkeiten. Vom Zusatzurlaub zurück. Transfers der Woche. Ginczek ablösefrei zu Austria Wien. Haaland fühlt sich unterbezahlt. Kamara wechselt. 1 Million. Okay. Beide abgelehnt. Okay. Ist nicht schlimm. Versuchen wir es einfach weiter. Nochmal bei Bayern. Ausgeliehene Spieler müssen einen Anteil aller Ligaspiele bestreiten. So, jetzt nochmal vielleicht. Kaufangebot für Adams verhandeln. So, Vertrag unterzeichnen, dann ist er auch schon mal weg. Und wir stehen vor dem ersten Freundschaftsspiel im Trainingslager. So, mit einem Klick steht die Aufstellung. Gehen wir kurz noch mal hier rein. Machen den Rest hier noch mal
So, und dann gehen wir hier in das erste Freundschaftsspiel rein. Ihr seht, die Vorbereitung, die dauert immer mal ein bisschen, zumal wir auch die Reservemannschaft und die Jugendmannschaft jetzt angeschaut haben und ein bisschen verfeinert haben sozusagen. Und ja, jetzt gehen wir in die ersten Freundschaftsspiele und dann geht es auch bald in die Saison rein und dann schauen wir, was abgeht. Erstmal jetzt gegen Gaziantep. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, aber ist auch egal. Gehen wir rein. Und wir wollen natürlich unser Bestes geben. Ja, gehen noch in Führung, aber direkt den Ausgleich. 2-0, 2-1 Larsen. In der zweiten Hälfte drehen wir auf und gewinnen das Ding. So, Larsen hat das Tor gemacht und Mario Götze. Zweite Hälfte. Nach 70 Minuten steht es 4-1, 5-1, 6-1. Und wir gewinnen dieses Ding mit 6-1. Larsen mit 3 Toren und Vogt noch hat noch eins gemacht. Und Yunus Malli wurde eingewechselt und hat auch noch ein Tor gemacht. Das ist doch mal ein guter Start. Direkt 6-1 gewonnen. So, Kevin Vogt fällt aus mit einer Magen-Darm-Grippe. De La Cruz ist angeschlagen, schon wieder. Ne, der war, glaube ich, verletzt, ne? So, einmal Klick. Vogt ist wieder fit. Martinez fällt aus mit einer Magen-Darm-Grippe. 4 Tage. Ist dann jetzt wahrscheinlich auch nicht dabei, ne? Nö, aber ich denke, das kriegen wir auch ohne ihn hin. Zweites Freundschaftsspiel im Trainingslager. Auf geht's. Kramaric mit dem 1-0 direkt in der zweiten Minute. 2-0 macht er auch in der 41. Minute. So haben wir uns das vorgestellt. So, zweite Hälfte. 3-0 Kramaric, 68. Minute. Und auch noch das 4-0 durch Bruno Petkovic. So gewinnen wir auch das zweite Freundschaftsspiel in der Türkei. Das kann sich doch sehen lassen. Oh. Bayern München hat sich darauf eingelassen, auf einen Kooperationsvertrag mit uns. Und wir erhalten 1,5 Millionen. Uli Hoeneß teilt ihm mit, dass er einen Vorschlag für einen Kooperationsvertrag angenommen hat. Der Vertrag ist gültig bis 2025. Lassen Sie uns auf eine glorreiche Zukunft beider Clubs hoffen. Das ist doch schön. Aktuell bieten Sie mir zwar noch nicht so wirklich super Spieler an. Aber es kann ja noch kommen, ne? So.